Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Wir sind heute wieder im Livestream unterwegs. Herzlichen Dank an den Chat, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir reagieren heute auf FaceTime niemals Siren Head um 3 Uhr nachts. Er will, dass wir kommen von den Brankheimern. Ich bin gespannt. Wir legen los. Abfahrt. Peace, Leute. Was geht ab? Kelvin. Halt, stopp. Lass eine positive Bewertung da. Das würde mich freuen. Und jetzt geht's weiter. Das ist Marvin. Es ist gerade 3 Uhr nachts und Siren Head hat uns eben angerufen. Wir haben einfach... Es ist gerade mitten in der Nacht. Kommen die zu uns? Leute, es ist ein ganz komischer Tag. Es ist sehr stürmisch die ganze Windig, Zeit. Windig, auf einmal ist ein Krankenwagen. Polizeisirenen die ganze Zeit. Jetzt. Ich bin mir halt for real bei denen nie sicher, ob die das reingebearbeitet haben im Schnitt oder ob das wirklich echt ist. Lauter, okay, mal Leute, gar kein Problem. Jetzt ruft noch Siren Head an um 3 Uhr nachts, Leute. Zieht euch das rein? Ja, Mann, zwei verpasste Anrufe. Überlegt mal, Alter, ihr habt ein Handy und da ruft einfach for real jemand an und einfach Nummer, da steht einfach Siren Head, habt die Nummer aber gar nicht eingespeichert, steht einfach Siren Head, da ruft einfach an. Dann hätte ich wirklich Panik. Rufe um, vor 2 Minuten, genau vor 2 Minuten, Leute. Oh ja, mein Gott. Ich habe im Krankenwagen, das war jetzt voll, wir machen gerade die Kamera an. Ja, direkt passiert irgendwas. Und der Wind ganz halt voll im Knall. Ich glaube, das Video wird ganz komisch. Ja, heute. Weil beim letzten Siren Head Video sind auch voll die komischen Dinge passiert. Ja. Ledermaus, dann die Geräusche. Siren Head ist so komisch, Leute. Ganz, ganz gemerkt. Wenn wir mehr, das war jetzt eher spontan, aber wenn wir mehr 3 Uhr nachts Videos machen sollen, gebt einen Daumen. Ja, ja, klar. Die haben sich da ganz spontan zu zweit vorm PC hingesetzt. Ganz spontan hat da auch der Siren Head angerufen. Das ist ja ganz spontan. Hoch dafür. Siren Head hat uns zweimal angerufen. Ja, man, zweimal verpasst. Wir haben uns gedacht, wir schreiben dem erstmal, bevor wir wieder drangehen und so komische Geräusche kommen und dann kriegen wir Kopfschmerzen. Ja, wir sind ja letztes Mal am Ende richtig zusammengebrochen gefühlt. Ja. Ja, wir dokumentieren das Ganze mit der Kamera und wir gucken mal, was jetzt passieren wird. Ja. Der Tag ist echt komisch und ich würde sagen, wir schreiben ihn einfach mal. Ne? Ja. Gucken, was er will. Genau, blenden wir dann hier ein und ich würde sagen, wir chatten mal mit dem. Wenn er soll ich Aufnahmen starten? Ja, starten wir die Aufnahmen. 3, 2, 1, go, Leute. Wir gehen auf den Chat. Wir sind gleich so mittendrin an. Alter. Ja, nee, das war ja gar nicht im Video reinbearbeitet. Das hat sich ja mega realistisch angehört. Da ruft einfach direkt auch Hollywood an für den nächsten Transformers-Film. Da wollen sie direkt die Prank Bros auch für die Special Effect Sounds anheuern. Einfach YouTube-Kanal gelöscht. Gehen jetzt nach Hollywood. Let's go. Ey, der Mann ist so stürmisch. War sonst nie so stürmisch. Ich weiß auch nicht. Komisch, Mann. Okay, Leute, wir schreiben Siren Head. Ey, das ist gerade voll das Feeling, ne? So Gänsehaut habe ich gerade. Jetzt mal Real Talk. Wenn ihr vor eurem PC sitzen würdet, zum Beispiel ich sitze jetzt hier und ich würde hören, wie eine Tür in meiner Wohnung aufgeht, wenn keiner hier ist, ich würde aber anders Angstschiss bekommen. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, meine Hose wäre voll. Das sage ich so, wie es ist, Alter. Und ich würde mir aber sofort ich würde mir meine Waffe nehmen, Alter, und würde aber gucken gehen, was in meiner Wohnung los ist. Und bei denen einfach so... Die Tür geht da einfach auf. Alter, das ist ja richtig komisch jetzt hier gerade, aber was ist denn jetzt hier los? Gerade, was soll ich schreiben? Schreib mal. Ja. Ich hatte übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich kann sagen, dass ich es schon mal erzählt habe. Ich hatte einen Business-Kumpel, nenne ich es jetzt einfach mal. Der hat in München gewohnt zu dem Zeitpunkt. Ist jetzt vielleicht 3 Jahre her ungefähr. Und bei dem wurde eingebrochen. Und während er nach Hause gekommen ist, er ist dem Einbrecher begegnet. Der Typ war noch in der Wohnung. Er stand quasi ihm gegenüber, dem Einbrecher. Er hat ihn quasi auf frischer Tat ertappt. Boah, das stelle ich mir extrem gefährlich vor, weil man weiß ja nie, wie reagieren die? Greifen die dich dann an und so? Also das ist ja übelst gefährlich. Versteht ihr? Das ist krass. Ganz schlicht, Bruder, ich hab Angst. Alter. Bro, hat Siren Head überhaupt Hände? Ich meine, er hat Arme, aber hat er Hände? Kann er überhaupt ein Handy bedienen? Kann der überhaupt jemanden anrufen, sag mal? Ich bin mir nicht sicher. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das hört, diese Geräusche. Ich weiß nicht, aber das ist krankwindig. Ich kann mal kurz das Fenster aufmachen, vielleicht. Vielleicht hört man das dann kurz. Wir rollen das sogar runter. Ja. Yeah. Was können wir Siren Head schreiben? Wo bist du? Einfach so, wo bist du? Oder, nee, du hast uns angerufen, Fragezeichen? Nee, wir haben deine Anrufe verpasst.
Okay. Wärme, ja. Das Bild da oben, Bro. Wer? Er hat uns angerufen. Erstmal Nummer leaken von Sirenhead im Stream. Haben deine... Er hat Finger und Arme, keine Hände, nur Finger. Er hat keine Hände, nur Finger. Und der Arme. Anrufe verpasst. Ausrufezeichen? Ja, genau. Bam. Okay, abgeschickt. Alter, Sirenhead ist einfach auch der Multilinguale, der hat auch Deutsch noch gelernt. Eigentlich amerikanisch, aber hat jetzt einfach auch Deutsch gelernt. Das ist so ein Ehrenbruder, dass der Deutsch lernt, damit er mit den Prank Bros zusammen die Videos drehen kann. Ehre. Abwarten. Wenn er überhaupt schreibt, ne? Das lädt noch. Okay. Was ist das für ein Balken? Ist das neu oder ist das immer so? Okay, es ist, glaube ich, abgeschickt worden. Ja, zugestellt. Ja, zugestellt. Okay, ich hoffe, er wird antworten. Ja. Weil er hat ja angerufen. Ansonsten müssen wir gleich anrufen, mhm. FaceTime. Kann man ja auch gesehen, ob der gelesen hat oder nicht. Das nicht, ich glaube, das ist nur zugestellt. Ah. Bei SMS ist es ein bisschen neutraler alles. Oh, er schreibt. Siehst du es? Ja, ja. Alter. Oh mein Gott. Okay, bin gespannt, was er schreibt. Das ist ein Roman oder was, weil die Punkte die ganze Zeit am Start mhm. sind. Boah, ich will nicht mal, was er schreibt, Mann. Okay. Einfach so trocken, hallo. Hallo. Einfach so, hallo, hä? Der ruft uns zweimal an. Wir melden uns. Hallo. Okay. Was sollen wir machen? Hä, okay. Will er hallo. Kaffeekränzchen hier machen? Will er ganz. Soll er ein bisschen Jog machen? Willst du mit uns einen Schaumwein trinken? Er hatte das Handy unten, er hat ganz kurz umgeschaut, um wahrscheinlich Hallo zu schreiben. Nein, 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 oder? Das wäre mir doch aufgefallen, oder? Lass mich mal checken. Ich mal, was er schreibt, Mann. Das ist ein Roman oder was, weil die Punkte die ganze Zeit am Start mhm. sind. Boah, ich will nicht, was er schreibt, Mann. Nee, die haben doch gar nicht runtergeguckt. Hallo. Nee, nee, nee. Das ist eine dritte Person einfach. Safe. Als ob die sich so wenig Mühe geben und in dem Video das Handy unter dem Tisch halten und sich selbst antworten. Safe nicht. Nee, nee, das ist eine dritte Person. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre ja richtig mies. Wieso hast du uns angerufen? Ja. Legitime Frage. Wieso hast du angerufen? Ja, berechtigte Frage. Okay, wieso hast du angerufen? Genau. Gucken, was der jetzt schreibt, ey. Mhm. Wir warten ab. Ich schreib wieder, Leute. Oh, 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 oh. Er schreibt immer lange für. Eben hat er für mhm. Hallo 10 Jahre gebraucht. Vielleicht hat er so riesen Hände oh. und er braucht so voll lange oder so. Oder der diktiert das durch Sprachdings, kann man ja auch diktieren. Ach so. Durch Sprachaufnahme. Okay, es war ein Motorrad oder so. Ruf. Jetzt, Alter, ich bin wirklich jetzt mich aber gespannt, wie sie das FaceTime-Ding jetzt gleich gemacht haben. Das ohne Witz, da will ich jetzt mal gucken. Oh oder? Mein Gott. Lautsprecher? Oder sogar FaceTime? Ja, wenn dann. Aber ruft an. Wir wollen ja Menschen schon sehen, ne? Wenn da jetzt die Freundin steht, die eine Sirenhead-Maske auf hat, dann fetzt es mich vom Stuhl, Alter. Das ist geil. Boah. Ey. Ja. Hörst du das? Ja, Mann. Ey, der oh ist mein Gott, lass doch zu! Zu. Stefan, sein. Da steht 16.30 Uhr. Oh, guter Call! Guter Call tatsächlich. Die Nachrichten waren doch 2.30 Uhr. Warum ist es jetzt hier plötzlich 16.30 Uhr? Aber das wäre mir von mir gar nicht aufgefallen, Alter. Jawohl. Kommt euch die Schalterin so. Boom, ey. Habt ihr das gehört? Ey, Leute, habt ihr das gehört? Die Sirenen, Mann. Die Sirenen waren da. Ey, das geht ab. Ich hatte schon ein mulmiges Gefühl, das ist der doch hier. Chef, mit so einem Riesenkopf würde hier so reinkommen. Oh mein Gott, zum Glück sind die Rollos zu. Wir machen die nicht auf. Nee, niemals machen wir die auf, ey. Sollen wir denn jetzt echt auch? Ja. Wir nehmen ja auf, ne? Ja, aber Bruder, zum Glück sind die Rollos uns. Sonst würde einfach Sirenhead in die Wohnung kommen. Wir wollen den ja schon sehen. Wenn schon, denn schon. Ich frag nochmal, was willst du von uns? Oh, ich hab mich verschrieben. Egal, bitte schon checken. Oder? Ja, bitte schon verstehen. Ich hoffe. Von, komm, ich mach noch. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf den FaceTime-Part. Wir spulen mal ein bisschen vor. Ich will den FaceTime-Part erzählen.
Warte, jetzt kommt der FaceTime-Part, glaube ich. Siren Head ruft an. Der geht dran, Mann. Nee, aber das ist ja auch kein FaceTime. Pfeffer, da kommt jetzt dein Kopf. Oder? Doch, das ist FaceTime. Ich weiß nicht. Ich hab irgendwie Angst. Zieh durch, Mann, geh dran. Soll ich dran gehen oder nicht? Ja. Nein, er geht nicht ran. Video zu Ende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da. Schnell, bevor er auflegt. Oh! Hey. Ich hab auf Auflegen. Oh, ich hab auf Auflegen. Ich wollte annehmen eigentlich. Nochmal. Ja, der hat angerufen, sollen wir den? So. Wir warten noch ein bisschen, ja? Wir warten noch ein bisschen und wir melden uns gleich, wenn er wieder anruft. Ja. Okay, bist du ready? Ja. Sollen wir ihn anrufen? Ja, Mann, lass mal anrufen. Ey, warte, kann man. Was denn? Wir rufen an. Oh. Leute, bin ein bisschen unscharf. Jetzt sind wir wieder scharf. Okay, wir rufen Siren Head an. Zieh's durch, Mann. FaceTime. Mach deinen Bildschirm so hell, wie es geht. Ah ja. Leute, man sieht. Okay. Siren Head. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das aufnehmen kann. Ich glaube, Bildschirmaufnahme bricht immer ab, wenn ich Dings mache. Mach noch lauter Handy. Ich glaube, das ist angeht. Oh. Ups, hab ich gemacht. Wow, der ist reingegangen, ne? Was ist das? Was ist das? Sieht man das über die Aufnahme? Wow. Ach so, die zeigen nix. Schade, Alter, schade. Jo. Wow, wow. Da, Alter, was ist das? Bro, man sieht doch, dass das ein Monitor ist, oder nicht? Siren Head hat iPhone. Bei Siren Head läuft, Alter, bei ihm läuft. Seit der Hype da ist, läuft bei ihm, ich sag dir. Das war Siren Head. Der stand da, ne? Ja. Er hat einfach iPhone 300, weil er damit er schreiben kann mit seinen großen Händen. Das ist halt real so. Wow, wow, wow. Ey, da kommt er richtig an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. Was war das? Scheiße, aufgelegt. Der stand da einfach. Ich hoffe, man konnte das hören. Wir hatten erst das Handy ein bisschen leiser. Ja. Der stand da einfach so, ne, so. Alter. Der stand, was ist hier vorne irgendwo im Feld oder so? Das sah aus wie bei uns. Wir haben eben gehört auch. Ey, der ist hier. Ey, wenn der hier ist. Ey, wir müssen alles verriegeln, Mann. Wir müssen alles verriegeln. Oh mein Gott. Alles zu! Alles zu! Alles zu! Komplett! Hey! Er hat geschrien! Wo ist mein Handy? Junge, Alter! Oh mein Gott! Kommt sofort in den Wald! Leute! Oh, Siren Head hat geschrieben. Hä? Jetzt ist es da plötzlich 3.40 Uhr wieder, Bro? Hä? Also irgendwas passt da nicht zusammen. Komm sofort in den Wald. Was haben wir da? Was haben wir im Wald? Ey, ist wirklich hier vorne. Ey, ich gehe auf gar keinen Fall in den Wald, Leute. Hier alle Autos runter, alles. Ey, das können wir nicht machen. Oder? So geht das Video immer weiter. Ich will Pause. Gott, Siren Head lässt mich nicht Pause drücken. Alter, ich würde ja nicht mal so in den dunklen Wald reingehen. Selbst wenn da kein Siren Head oder so wäre. Das kannst du aber wissen, ey. Ey, ich gehe nicht raus, Junge. Siren Head, weißt du, wie groß der ist? Der ist. Der kostet 10 Meter oder so. Der kontaktiert uns einfach so, nach so langer Zeit, der ist hier einfach im Umfeld, weißt du? Allein die Tatsache ist gruselig. Alter, der macht einfach Urlaub im Schwarzwald und dachte sich, ja, besuche ich mal meine alten Freunde, die Bragg Bros. Das ist aber ganz, ist ja korrekt von ihm. Ach, das war nicht Siren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was sollen wir machen, Leute? Leute, ey, sollen wir der Spur weiter nachgehen? Sollen wir den weiter schreiben oder sollen wir uns einfach hier drin verstecken? Schreib's mal in die Kommis. Nee, zieht ab in den Wald, aber sowas von. Los, in den Wald. Gib einen Daumen hoch, wenn wir da weiter nachbauen sollen, aber eigentlich ist das zu heftig, Mann. Bei 2 Millionen Likes gehen wir in den Wald. Das können, nicht, dass der uns irgendwann noch auflaut, wir gehen nicht irgendwo. Nicht heute, wir müssen uns wenn dann vorbereiten. Ja, wenn wir es an einem anderen Tag machen sollen. Erstmal Diamantschwert craften. Okay, ich glaube, das war's mit dem Video. Eieieiei, Alter. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da und dann sehen wir uns. Irgendwann. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao.